Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Shunter E. Ja, das war was im letzten Part, ne? So lange, wie ich da herumgeirrt bin, bis ich herausgefunden habe, beziehungsweise bis ich nicht herausgefunden habe, wo ich hin muss. Es konnte von euch auch leider keiner helfen, aber das ist auch nicht weiter schlimm. Ich habe mittlerweile in einem Walkthrough nachgeschaut und da wollte ich jetzt gar nicht hin. Ich weiß jetzt, wo ich hin muss und da wäre ich niemals drauf gekommen, außer ich wäre wirklich jedes einzelne Gebiet einmal abgegangen. Und zwar muss ich erstmal nach Oasis Town. Ich habe den Tanzrad nicht mehr im Kopf. Wo haben wir es denn da? Oasis Town. Runter, hoch, rechts, rechts, B. Ah, okay. Das kriegen wir hin. Also runter, hoch, rechts und noch einmal rechts und das B und das A. Und dann teleportiere dich. Wundervoll. Das hast du schön gemacht, Shunter E. So. Die Harbin-Form war natürlich richtig. Wir müssen irgendwo oben hin, aber wir müssen nicht etwa in Mount Point nach oben hin oder so. Nein, nein. Jemand, ich glaube, Krindig war das, hat auch vorgeschlagen, dass ich mal bei Mount Point hier einen Feuerball benutzen sollte, um die Eiszapfen zu schmelzen und dann vielleicht durch die Decke zu kommen. Aber das ist ein guter Vorschlag. Wäre ich selbst nicht drauf gekommen, hätte ich auch ausprobiert. Aber ich muss was anderes machen. Und zwar muss ich hier in diese Wüste, da wo die Würmer sind und die weiblichen Skorpione, und dann mich natürlich nicht von diesem komischen Schmeißfliegenvieh treffen lassen. Ah, auch nicht das zweite Mal, aber egal, ich muss irgendwo hier oben hin. Und zwar, ich glaube, da ist es, genau. Hier muss ich hin, zu dieser fliegenden Pyramide, ja, wo das Fernrohr drauf ist. Natürlich kommt man auch durch den Hinweis, den uns Mimik gegeben hat, sofort darauf, dass wir hier hin müssen, nicht wahr? Denn das ist ja ganz offensichtlich, dass wir hier hin müssen. Ich meine, wer kommt nicht darauf? Wie auch immer. Wir müssen dieses Fernrohr untersuchen und dann sollten wir weiterkommen. Ich habe jetzt noch nicht weitergelesen, das heißt, ich weiß nicht, was passieren wird. Aber ich hoffe mal, dass wir jetzt irgendwas Spannendes erleben werden. Also das muss das legendäre Spionscope sein, über das ich immer wieder höre. Wer ist dort? Ah, was war das? Du musst wissen, dass wenn du dir wünschst, durch mich hindurchzusehen, ich zuerst durch dich hindurchsehen muss. Ich hoffe wirklich, dass du meinst durch mein Herz oder durch meine Seele oder irgendwie sowas. Natürlich, das ist, was ich meine. Also, hier, jetzt, ich sehe was, nein, bla bla. Achso, ich sehe, dass du nur ein harmloses Dorf voller Leute von einem furchtbaren Schicksal retten möchtest. Sieh nun durch dieses Augenstück und such dir dein Ziel aus. Es ist Nacht geworden, na toll. Ja, Moment, ich muss mal eben das Fenster hier zumachen, sonst könnte es etwas laut werden. So, ist natürlich wunderbar professionell hier. Normalerweise mache ich das, bevor ich die Aufnahme anfange, aber diesmal habe ich es vergessen. Ich habe gerade so ein bisschen Autolärm gehört und Leute, die draußen reden, und das wollt ihr nicht auf der Aufnahme hören. So, ich habe nichts zu verlieren. Lass uns mal sehen. Ja, probieren wir es aus. Himmel, das bringt jetzt noch nichts. Und da ist eine kleine Insel und ein Piratenschiff. Ja, wollen wir da vielleicht hin? Ich denke schon. Das ist es. Risky muss da sein. Und sich dort verstecken, auf dieser Insel. Mit meiner Kraft werde ich dich dorthin senden, sagt das Teleskop oder wer auch immer das ist. Okay, aber wenn du mich dort mit Magie hinschickst, wie komme ich wieder zurück? Das ist einfach. Steh einfach in meinem Licht und du wirst zurückkehren. Oder zurückgebracht werden. Alles klar. Ja, cool. Whee! Ja, darauf wäre ich nie gekommen, dass ich dieses Teleskop finden muss, ne? Was ist dieser Ort? Sieht wie aus wie eine riesige Tinkerbad-Fabrik. Wenn eine komplette Insel voller Tinkerbads hier ist. Oder nein, während eine volle Insel voller Tinkerbads hier die Dampftechnologie erforscht hat, sollte ich mich besser beeilen und für alles bereit sein. Alles klar, okay. Dann wollen wir doch mal. Also wir sind jetzt hier in dieser Tinkerbad-Fabrik und Steam, okay. Achso, das fügt mir gar keinen Schaden zu. Okay, na gut, dann laufen wir einfach weiter. Ich find's cool, wie hier die Sachen im Vordergrund und Hintergrund sind. Das gefällt mir. Also das sieht ziemlich gut aus hier. Ich bin jetzt auch schon sehr gespannt, was Risky für uns auf Lager hat. Aua, stirb. Moment, ich glaube, ich gehe mal eine andere Verwandlung.
Und zwar nehme ich mal die Spinne, denn mit ihrem Fernkampfangriff dürfte die hier eventuell nützlich sein. Kann ich überhaupt... Nee, an der Wand kann ich nicht klettern. Schade. Okay. Das sieht aus wie Stacheln. Komme ich da mit der Spinne rüber? Nein, natürlich nicht. Das war natürlich jetzt ein ziemlicher Fehlschlag. Okay. Wer hätte das auch ahnen können? Und ich habe natürlich jetzt nur noch 3 Herzen. Natürlich, natürlich stand da. Und der ist wieder da. Was? Normalerweise respawnt ihr nicht. Was soll denn das? Okay, Moment. Dann muss ich mal eben so einen Heiltrank trinken. Denn, das geht so nicht, wie ich finde. Na komm, na komm, na komm. Dankeschön. Das ist immer ein Akt, diese Items zu aktivieren. So, Feuerball. Und dann sind wir doch für alles gerüstet. Hoffe ich zumindest. Das will ich doch jetzt mal sehen. So. Einmal hüpf und tödliche Stacheln sind tödlich. Das ist nicht gut. Na toll. Hier oben war Lebensenergie. Warum habe ich jetzt einen Trank benutzt? Na, aua. Nicht in die Stacheln laufen. Das ist doof. So. Auf jeden Fall scheint das jetzt endlich mal eine ordentliche Herausforderung zu sein. Werde ich mich die ganze Zeit treffen lassen, was total sinnbefreit ist. Hä? Warum? Ey, komm zu... Hallo? Komm zurück. Ich will auch da hoch. Hallo? Ich kann nicht an diesem Mast vorbei. Wo muss ich hin? Komm her, komm her. Komm her, komm her. Ah! Verdammt, Moment. Ich muss die anscheinend erledigen, bevor die da hochgehen. Deswegen benutze ich dafür mal die Spinnenform. Wenn ich mich dann richtig verwandeln kann. So, komm her. Und dann kann ich sie aus der Ferne erledigen. Ja, ist gut, dass ich die Sachen noch alle eingesammelt habe, ne? Weil sonst müsste ich jetzt hier gucken, was ich mache. Also, komm her. Bam, bam, bam. Was? Hä? Kann ich die gar nicht erledigen? Hä? Ich bin verwirrt. Was muss ich tun? Kann ich den... Nö, kann ich auch nicht kaputt machen. Hä? Okay. Ich kann sie anscheinend nicht verletzen. Ich komme hier nicht vorbei. Was zum Henker? Was muss ich denn hier machen? Moment. Bam. Nein. Das bringt mir nichts. Muss ich da als Affe hochklettern vielleicht? Das wäre jetzt das Einzige, was mir so gerade einfallen würde. Oder mit dem Elefanten das... Nee. Hochklettern bringt nichts. Mit dem Elefanten vielleicht das Ding einrammen. Das wäre noch eine andere Möglichkeit, die mir jetzt gerade so spontan einfällt. Ansonsten habe ich keine Ahnung. Dann gehe ich nochmal zurück, aber... Bam. Haha, haha, haha. Oh ja, das gefällt mir. Ah, schön. Das macht Spaß. Bam. Ha, nicht mit mir. Nicht mit mir, Leute. Nein, nein, das könnt ihr vergessen. Okay, das ist richtig cool, dass wir jetzt hier alle Verwandlungen... Also ich vermute mal, dass wir alle verbrauchen, aber bisher halt Elefant und Affe. Aber dass wir die Verwandlungen hier jetzt so brauchen. Ah, ja, ja, ein Labyrinth, okay. Also das gefällt... Da oben ist Lebensenergie, die will ich haben. Das gefällt mir doch verdammt gut. Also das ist ein würdiger Abschluss-Dungeon. Schön. Okay, ich habe zwar nur ein Herz, was ich verloren habe, aber das ist ja irrelevant, ne? Besser volle Lebensenergie als ein Herz weniger ist meine Devise. Ich denke mal, das wird von jedem die Devise sein. Hallo? Geht doch. Oh-oh. Dampf? Das ist nicht gut. Ich möchte hier weg. Ich möchte hier weg. Ich sehe kaum was. Oh, das ist ein Roboter. Seht ihr den? Oh-oh. Ein riesiger Tinkerbett. Komm her. Moment. Ich brauche eine andere Verwandlung. Ja, ja, ja. Pass auf, pass auf, pass auf. Pass auf, was du tust. Ja. Was hat er denn jetzt vor? Der ist gerade irgendwie schneller geworden. Habe ich ihn besiegt? Ja. Oh, oh. Ach, da oben ist ein Tinkerbett drin. Der steuert den. Seht ihr das? Ich weiß nicht, ob man das so gut erkennt, weil das alles so dampfig ist hier, aber... Komm, 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 komm. Ah, weg hier, weg hier. Okay, ich brauche eine andere Strategie. Ich hab doch hier meine... Geh weg, geh weg, geh weg. Ach, du bist doch doof. Komm, lade dich auf. So, ich muss mal ein bisschen mit Taktik spielen. Jawohl, geht doch. Okay, ja toll, ein Edelstein. 2 Herzen durch den verloren. Hm. Na gut, versuchen wir es nochmal. So, und das? Nanu, das hat gar keinen Schaden gemacht. Und warum ist der Nebel weg? Naja. Also es hat schon Schaden gemacht, aber es hat ihn leider nicht komplett besiegt. Das finde ich schade. So, bam, und kaputt. Und der Nebel ist wieder da und der Nebel ist wieder weg. Seltsam. Was zum? Ich bin in einer Kanone. Ich spiele Pinball. Wie cool ist das denn? Wie schön. Und jetzt wissen wir auch, warum die Tinkerbats heißen. Die können fliegen. Okay, komm. Den letzten kriege ich auch noch. Nein! Ich will dich auch noch kriegen. Stirb! Moment, der ist ungefähr da. Dann müsste ich ihn noch treffen können, oder? Ah, knapp vorbei. Jawohl, jawohl. Jetzt muss ich nur noch nach oben. Aber das dürfte kein Problem sein. Außer ich hänge jetzt hier auf Ewigkeiten fest. Was ich nicht hoffe. Okay, so müsste ich nach oben kommen. Zumindest beim letzten Mal hat das geklappt. Na, fast. Komm, nochmal ein Stück so. Vielleicht klappt es ja jetzt. Sag mir nicht, dass ich hier nicht mehr hochkomme. Och, Mano. Shantae. Kannst du dich nicht zur Harpie verwandeln und hochfliegen?
Okay, nein, das war doof. Versuchen wir es mal so rum. Vielleicht funktioniert das ja. Auch nicht. Ja, ach komm schon. Shantae, jetzt stell dich nicht so an. Du hast alle Tinkerbets besiegt jetzt. Da, komm schon. Du sollst doch nur da hoch. Ich möchte doch weiterspielen. Oh, komm schon. Okay, noch geht's mir gut. Noch bin ich nicht schlecht drauf. Aber wenn ich jetzt hier 10 Minuten brauche, um da reinzukommen, dann bin ich wieder schlecht drauf. Was, glaube ich, verständlich ist. Ja. Och, komm schon. Ist das dein Ernst? Das kann nicht dein Ernst sein. So, komm. Versuchen wir es mal so. Ja, geht doch. Wunderbar. Okay, weiter geht's. Schon wieder so welche. Okay. Jetzt wissen wir, was wir tun müssen. Ich verwandle mich direkt mal in einen Elefanten und dann geht die Party ab hier. Außer, da ist jetzt irgendeine blöde Überraschung. Da kommt jetzt was anderes runter, aber... Geht doch. Ah, bam, 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 bam. Ich musste nur ein paar Mal dagegen rammen. Okay. Stacheln? Nein, die gehe ich nicht mit dem Elefant an. Den Fehler mache ich nicht noch einmal. Wobei, ja gut, der Elefant springt noch schlechter als die Spinne, das meine ich nur. Höhö, was? Ich dachte, das wären Tröten. Aua! Komm her, komm her, komm her, komm her. Ich mach dich kaputt. Bam! Alle gleichzeitig. Coole Sache. Sehr schön. Also das ist noch so einer. Ich muss wirklich sagen, das gefällt mir jetzt sehr gut hier. Also die Dungeons waren ja alle ziemlich cool. Und das hier ist jetzt zwar ziemlich linear, aber das macht ja nichts. Es ist trotzdem sehr cool aufgebaut alles hier. Mit den ganzen Tinkerbats, die hier sind. Und ah, der hat keine richtigen Flügel. Das ist auch nur so eine Maschine. Okay. Ja, das müssen wir gerade rechtzeitig hier. Stellt euch mal vor, die hätten das alles... Eieiei. Hätten das... Ah, nein. Wo fange ich jetzt an? Okay, hier. Das geht ja noch. Aber stellt euch mal vor, die hätten das jetzt alles... alles fertig gebaut und wir hätten das nicht bemerkt und dann wären sie auf die, in die Welt eingefallen. Das wäre ja was gewesen. Also, ups, Moment, falscher Tanz. Ich möchte mit der Spinne da lang, denn ich vermute mal, mit der Harpie fliege ich wieder nur in die Stacheln rein. Höp, jawohl. Okay, dumm, das ist alles kein Problem, denn ich bin eine Spinne. Ich wollte sagen, das ist kein Problem, Shantae. Blamier mich doch nicht so. Das Problem ist, wenn ich jetzt hier versage, muss ich alles nochmal machen. Da habe ich keine Lust drauf, weil ich habe keine Leben mehr. Warum springst du nicht so richtig? Okay, das könnte knapp werden. Moment. Huiuiui, das war zu knapp. So, eine Tinkerbat. Die muss sterben. Ups, ups und hopp, dahin. Ja, ich denke, als Harpier hätte ich hier... Was zum... Kann ich da dran? Okay, okay, okay. Das... Nein, 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 nein. Ich habe kein Leben mehr. Okay. Okay, okay, okay. Jetzt ganz vorsichtig. Ja, Lebensenergie, immerhin. Eieiei. Das. Oh, das war knapp. Gott sei Dank keine Stacheln. Okay, konzentrier dich, Superfex. Du kriegst das hin. Du kannst es schaffen. Du musst die Welt retten. Wer anders wird die Welt sonst retten, wenn du es nicht schaffst? Ich meine, kannst du das für dich verantworten, diese armen Zombies und anderen Bewohner dieser Welt risky zu überlassen? Nein, das kannst du nicht. Deswegen streng dich an. Okay, da gehe ich jetzt hier runter. Und hopp. Ja, fester Grund. Fester Grund und Boden. Da bin ich sehr froh drüber. Dampf. Dampf mag ich nicht. Ich sehe die Spinne kaum. Also, ja. Und hier sehen sie. Was hat mich da... Ich hab dich gar nicht gesehen. Ich wollte sagen, was hat mich verletzt, aber... Ja, also... Ahahaha, spam, spam, spam. Ich spamme einfach meine Projektile. Okay, hier sehen sie noch mehr Minigolf. Minigolf. Ich meine natürlich Pinball, okay. Komm, das kriegst du hin. Springen und hopp. Wir gehen erstmal so hoch und so und bla und kriegen das schon hin. Bam, 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 bam. Diesmal werde ich mich nicht damit beschäftigen, alle kaputt zu machen. Ich will einfach nur nach oben. Oh, komm schon. Nein, ich muss mich erst dran gewöhnen, dass das Ding wieder die Achse zurücksetzt auf dieses ganz nach oben. Nein, das war knapp. Okay, aber jetzt komme ich ganz nach oben. So müsste ich nach oben kommen. Beim letzten Mal hat das funktioniert. Jawohl, wunderbar. Ich habe den Dreh raus. Kommt vielleicht gleich ein Speicherpunkt oder so. Ich möchte nicht in Stacheln fallen. Okay. Wie mache ich das am besten? Nein. Okay, besser von dem getroffen werden, als von in die Stacheln zu fallen. Vielleicht finde ich jetzt noch ein Leben. Das wäre irgendwie sehr schön in dem Röhrenirrgarten, wenn da noch einer kommt. Ja, definitiv einer. Okay. Nein. Ja, okay. Wie? Da kann ich nicht durch. Ich bin in den Glaskasten gefallen. Ja, komm schon. Geh da weg.
Das heißt, ich möchte erstmal die Lebensenergie. Da unten muss ich wahrscheinlich weiter. Das heißt, ich werde jetzt erstmal hier oben so ein bisschen was erforschen, wenn ich denn da hochkomme. So, danke. Und vielleicht finden wir da echt einen. Nee, kein Leben. Schade. Was haben wir hier unten? Ja gut, hier bin ich jetzt sehr falsch. Okay, das hat mir jetzt überhaupt nichts gebracht. Wo muss ich denn lang? Na, komm schon. Komm schon. Wieder durch. Ah, da muss ich lang. Okay, dann ist das jetzt kein Problem. Einfach hier runterfallen lassen. Dumm, dumm, dumm. Und weiter runter. Voll in die Stacheln. Oh, oh. Jetzt ist es rot. Das heißt, es wird heiß, oder? Ich habe Angst. Ich habe Angst. Eine Tür. Die kann ich bestimmt mit dem Elefanten kaputt machen. Garantiert. Ja, das ist jetzt ein sehr simples Rätsel. Aber nun gut. Ja, irgendwie. Ah, ich wollte schon sagen. Und ich bin... Da ist sie. Unsere Nemesis. Also, du hast es einfach... Du konntest einfach nicht bei dir... You just couldn't mind your own business. Also, du konntest einfach nicht die Finger bei dir behalten oder die Nase nicht in andere... Genau, die Nase nicht in andere Gelegenheiten stecken. Konntest du? Ah, hier, du bist hier, um zu sehen, was meine Armee aus Tinkerbats baut. Nun, hier ist die Antwort. Danke für all die 4 magischen Steine. Ich werde jetzt die letzten Fingergriffe machen an meiner steam-powered Behemoth. Mit mir am Steuer wird keine Stadt oder kein Land und keine See jemals meine Herrschaft gegenübertreten. bereite dich vor für diese awesome Macht. Meiner Allzweck dampfbetriebenen Tinkertank. Oh oh. Toll, ich dachte, jetzt kommt der Panzer hier, der Tinkerpanzer, aber. Oh mein Gott, ist das groß. Okay, was muss ich tun? Was muss ich tun? Ich habe eine Möglichkeit. Da oben ist ein Zahnrad und da ist. Kann ich da durchkriechen? Nein, da ist irgendwas. Was ist das? Ich will das haben. Das bewegt sich und. Ich will es haben. Haben! Ein Harp hier am besten, oder? Weil mit dem Affen kann ich nicht so viel machen. Ich weiß nicht, ob ich hier fliegen muss oder... Ja, ich muss da mit dem Affen durch, okay. Ich weiß noch nicht, was ich von der Musik halten soll. Okay, da oben ist noch so eine Kugel. Wahrscheinlich muss ich die irgendwie erreichen. Das schauen wir mal. Okay, dann... Na, komm, fahr mal nicht zurück. Ich brauche die Affenform. Ja, dann hoffen wir mal, dass ich das jetzt alles in einem Leben schaffe, weil ansonsten muss ich wahrscheinlich die gesamte Tinkerbat Factory nochmal machen. Hey, da kann ich gar nicht durch. Okay, das ist nicht so schön. Da muss ich wahrscheinlich außen hoch, ne? Dann brauche ich die Harpy doch. Okay, never mind. Ich weiß immer noch nicht, was ich von der Musik halten soll. Irgendwie, ich kann auch nicht richtig zuhören, wenn ich die ganze Zeit rede. Das ist natürlich... Aua. Okay. Okay. Kann ich hier irgendwo rein? Dampf. Oh oh. Boah, guckt euch das an. Das ist ein riesiger Tinkerbett. Ein riesiges Gesicht hier. Und ich glaube, die Musik ist cool. Ja, sie gefällt mir. Auge. Magen. Okay, das muss ich nicht kaputt machen. Wo muss ich denn... Okay, das ist Luft. Das ist der Wasserstein. Unten war der Feuerstein. Und dann... Was kann ich denn mit euch machen? Sag mal, irgendwas? Geht da? Kann ich hier irgendwas machen? Nicht? Nein? Vielleicht? Ja, nein? Nö, anscheinend nicht. Okay. Aber die spielen doch bestimmt irgendeine Rolle, oder? Moment, ich versuche mal irgendwie den... Nein, nicht die... Ja doch, die Harpy, okay. Also, angreifen kann ich die nicht. Und ansonsten kann ich auch nichts mit denen machen. Das heißt, hier ist ein Pflaster. Und da ist irgendwas. Moment, kann ich da... Moment. Kann ich vielleicht mich in den Affen verwandeln und oben in die Arme rein? Das wäre noch eine Möglichkeit, die mir jetzt einfallen würde. Ansonsten muss man mal gucken. Das ist jetzt der epische Bosskampf, aber ohne, dass es irgendwie episch ist, weil ich nicht weiß, was ich tun muss. Ja, ich muss das Zahnrad zerstören. Okay, Moment, ich gehe erstmal... Alter, unten komme ich nicht rein. Okay. Zerstören wir mal das Zahnrad. Bam, eins ist kaputt. Okay. Ah, das ist der Stein. Okay, ich muss anscheinend alle 4 Zahnräder finden und dann kann ich die... Steine einsammeln oder auch nicht. Okay, aber jedenfalls scheinen sie keine Energie mehr zu liefern oder so. So, ding, drum, drum. Aber wie komme ich an die unteren Steine? Ja, ja, bla, bla, der Wasserstein. Kann ich vielleicht mit dem Elefanten... Nee, mit dem Elefanten kann ich ja auch nichts machen, weil ich habe gerade gedacht, vielleicht mit dem... nein, das war der Affe. Nein!
Vielleicht kann ich ja den Stampfer nach unten machen, aber den habe ich ja nicht mal zwangsweise hier. Also muss der ja auch nicht einsetzbar sein wahrscheinlich. Aber ich versuche es einfach mal aus. Es kann nicht schaden, ne? Dumm-di-dumm. So, und hüpp. Nein, das war falsch. Hüpp. Hüpp, nein, das bringt nichts. Okay. Dann müssen wir wieder hier raus und irgendwie an die beiden anderen Zahnräder kommen. Na, da finden wir bestimmt irgendwo einen Eingang. Der Affe... Hey, verwandle dich gefälligst. Der Affe wird da bestimmt irgendwo einen Eingang finden. Und dann, schätze ich mal, kommt hier aus der Mitte irgendwas raus. Ah, ich kann die Steine auch angreifen. Wieso will ich die... Will ich die echt kaputt machen? Ich habe die alle mühselig gesammelt. Das wäre... Ah, okay. Damit klärt sich auf, wie wir da durchkommen. Aber das ist doch... Warum zerstöre ich die? Das ist doch doof. Ich will die Artefakte nicht zerstören. Mann, das ist kacke. Ich habe die extra gesammelt und dann... Warum habe ich sie nicht sofort zerstört? Das ist... Mann. Das ist doof. Also, Shantae, damit bin ich nicht einverstanden, dass du das treibst hier. Das ist... Nee, absolut nicht. Ja, komm. Geh da hoch. Geh da hoch. Geh da hoch. Dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum. Ah. Und irgendwie ist das auch relativ langweilig. Ich laufe jetzt hier nur rum und mache Sachen kaputt. Irgendwie, ich kämpfe gegen nicht wirklich was. Das ist jetzt nicht so episch, wie ich mir das vorgestellt habe oder wie ich mir das gewünscht hätte. Ich meine, es ist mal eine Abwechslung dazu, einfach nur einen Boss zu haben, wo ich nur stumpf draufhauen muss, so wie bisher. Aber trotzdem, das ist irgendwie lahm. Dum-di-dum-di-dum. Monkey Claw, Monkey Claw. Das, whatever Monkey Claw does. Was ist das denn? Das sieht aus wie eine Bombe. Ich hoffe, es ist keine Bombe, denn dann habe ich ein Problem. Okay, ich kann es kaputt machen. Ich hau auf die Bombe ein. Ich bringe sie zur Explosion. Bam und bam. Und das ist voll spannend. Yay, super spannend. Darf ich auch noch Whisky verprügeln nachher? Ach, komm schon. Ach, komm schon. Das geht doch schneller. Okay. Machen wir es anders. Machen wir es mal, zum Beispiel... Ja, so nicht. Okay, ich verwandle mich in eine Harpie, dann habe ich sowieso mehr Schaden und kann fliegen und bin mobiler und... Jada, jada, jada. So, komm her. Na, geht kaputt. Ja, das ging gut. Wunderbar, wir haben den tollen Tinkerbat-Tank besiegt. Das war jetzt irgendwie nicht so spektakulär. Risky! Wow, bam. Nein! Wie ist das möglich? Mein Tinkertank, er ist nichts mehr als Schrott. Ich werde dich aufschlitzen und auf deinen Innereien tanzen. Oh yeah, endlich ein richtiger Kampf. Okay, ah. Komm her, Risky. Komm her, bring it on. Ja, nicht so. Ich habe nur noch ein Leben, kein Leben mehr. Ich habe nur noch diesen Versuch. Komm her. Hä? Ich mache gar keinen Schaden. Okay, versuchen wir was anderes. Ich nehme mal die Harp hier. Vielleicht kommen wir dann damit noch... Okay, Moment, ich muss mir eben... Was? Wo ist sie? Wo ist sie? Oh, die hat mich da angegriffen. Das ist unfair. Ich brauche Heilung. Also, definitiv. Ein kleiner Trank wird da reichen. Komm her. Heil dich. Benutze das Item. Komm schon. Kann ich sie überhaupt verletzen? Ich habe bisher irgendwie das Gefühl, dass ich keinen Schaden mache. Kann ich als Harpy kein Item einsetzen? Oh, nein, ich verletze sie doch gar nicht. Was soll denn das? Ah, okay, ich könnte den Trank einsetzen. Wunderbar. Komm her. Kann ich dich... Ah, okay. Ich habe eine Taktik gefunden. Ducken und peitschen. Aua. Okay, wenn das jetzt die ganze Zeit geht, ist der Kampf auch ziemlich lahm. Komm her. Und sie kichert nur, das gefällt mir nicht. Ich möchte mich erstmal verwandeln. Mit der Harpie geht das dann wesentlich schneller. Ey, unterbreche meinen Tanz nicht. Okay, jetzt mache ich... Hä? Ich verstehe irgendwie nicht ganz, wann ich Schaden mache und wann ich keinen Schaden mache. Das ist sehr seltsam. Komm her. Aua. Ich sagte, du sollst herkommen. Komm her. Oh oh. Okay, wenn sie das Schwert draußen hat, mache ich anscheinend keinen Schaden. Und weil die Harpe so schnell rutscht, rutsche ich immer in sie rein und nehme selber Schaden, wenn ich sie angreife. Das ist irgendwie weniger toll. Aber in Anbetracht der Tatsache, dass wir so viele Heiltränke haben, dürfte das kein Problem sein. Weil dann kann ich mich einfach zurückverwandeln und mich heilen. Und wow, was geht denn jetzt ab? Wo ist sie hin? Heiltrank. Hilfe. Wo ist sie? Ich sehe sie nicht mehr. Ich höre sie nur. Da war sie. Aua. Boah. Ich glaube, du hast sie nicht mehr alle. Komm her. Wenigstens mal ein epischer Bosskampf jetzt hier, nachdem wir den Tinkerbot besiegt haben. Oh, oh. Ja, wie soll ich dich denn... Boah, ich jetzt... Aua. Doch, die Harpie eigentlich... Du gehst mir auf die Nerven, Risky. Komm her, lass dich mal treffen. Lass dich seine brave... Ja, toll.
Jetzt, komm. Bam. Drück sie noch ein paar Mal. Ja, du kicherst durch. Aber irgendwie ist Risky ja cool. Also, ich würde auch gerne solche Angriffe können. Guckt euch das mal an, wie mächtig die ist. Und dann kann die solche Maschinen bauen wie den Tinker Tank und die ganzen Sachen, die Tinker Bats benutzen. Das ist irgendwie schon ziemlich awesome. Muss ich schon gestehen. Also, da bewundere ich sie für. Und dann diesen Plan auszuhacken, das ist mal... Aua. Ah, siehst du... Oh, weg hier. Achso, okay. Das war jetzt nicht so viel. Ich dachte, da kamen jetzt irgendwelche Wellen raus oder so. Es sah aus wie so eine Laserpistole oder so eine Soundpistole, wie auch immer man das beschreiben soll. Wollt Wellen rauskommen, so Schallwellen oder Plasmawellen oder Laserwellen. Gibt es Laserwellen? Ich glaube nicht. Haben wir Physiker unter uns, die das sagen können? Oh, sie hat ihren Hut verloren. Das heißt, jetzt wird sie richtig böse. Eieiei. Das ist aber unfair. Oh. Nicht mit mir. Risky, ich habe noch genug Heiltränke. Du wirst mich nicht kleinkriegen. Boah, jetzt bin ich aber echt froh, dass ich die... Halleluja. Geht's noch? Ich bin echt froh, dass ich die Heiltränke gekauft habe, weil sonst hätte ich hier ein riesiges Problem. Denn ihr seht, ich bin nicht besonders gut in diesem Kampf und ich weiß auch nicht, worauf ich achten muss. Okay. Oh. Komm her. Und... Oh, nein. Okay, Moment. So, ich muss weg. Heiltrank. Wunderbar. Okay. Das beruhigt mich doch. Kommst du her? Okay. Aua. Ja, irgendwie mein Kommentar ist momentan auch die ganze Zeit nur, komm her und aua und ah und Ich weiß nicht wirklich, worüber ich reden soll. Ich bin gerade ein bisschen mit dem Kampf beschäftigt und versuche hier nicht vollkommen zu sterben. Weil die, aua, Steuerung lässt das auch nicht so gut zu. Also Shantae steuert sich halt so ein bisschen träge. Und da bringt mir das nicht, also ich kann nicht so gut ausweichen. Wäre das jetzt ein Mega Man, dann wäre das nicht so das große Problem. Aber so ist das schon... Oh, komm schon her. Ich will dich endlich besiegen. Ich habe schon deine erste Stage besiegt, weil ich deinen Hut zerstört habe. Haha, nicht getroffen. So, komm her. Moment, kann ich die vielleicht erstmal heilen? Und dann muss ich mal ausprobieren, ob ich der mit dem Feuerball irgendwas antun kann. Dumm. Da ist der Feuerball. Komm her. Vielleicht bringt das ja was. Ich meine, Versuch ist es wert. Wahrscheinlich auch nur, wenn sie dann das Schwert nicht draußen hat, aber... Jawohl, es funktioniert. Sehr schön. Ah, das war zu spät, okay. Nochmal, komm. Aktiviere den Feuerball und jetzt. Komm, lass dich angreifen. Wunderbar, das macht nämlich wesentlich mehr Schaden als meine normale Haarattacke. Und das ist doch was Schönes. Okay, komm. Oh, geh weg. Okay, es ist... Aktivier schon. Also das Aktivieren der Items ist auch irgendwie seltsam. Man muss wirklich... Oh. Gib auf, Risky. Du bist besiegt. Und ihre Kleidung hängt in Fetzen. Großartig. Niemals. Du wirst diesen Ort niemals Leben verlassen. Hahaha. Na toll, sie springt einfach aus der Stage raus. Das ist unfair. Ich will auch. Hab ihr. Okay. Haben wir das Spiel durch? Haben wir sie besiegt? Wow. Okay, sie fliegt automatisch und ich muss ausweichen. Coole Sache. Okay, Achtung, da kommt einer hoch. Das gefällt mir immer besser, aber warum kann sie auf einmal so schnell fliegen? Und warum ist da ein Vulkan? Und, Hilfe! Aua! Okay, das macht mir wenigstens nur so ein bisschen Schaden. Ein halbes Herz. Toll, das ist irgendwie nicht so schlimm, getroffen zu werden dann. Ah, manche erreichen mich ja noch nicht mal. Die fliegen gar nicht so hoch. Was soll denn der Mist? Yay! Ja, cool. Noch eine nette Szene, die zwar irgendwie spielerisch nicht besonders sinnvoll war, aber... Ah, und die Insel explodiert. Wir fliegen hoch. Und wir haben die Welt gerettet. Wir haben zwar leider die Steine zerstört, was ich irgendwie echt doof finde. Aber, hey, wir haben das Spiel durch. Ich habe Shantae durch. Nach der ganzen Zeit. Das ist jetzt fast ein Jahr. Ah, ein Stern. Noch mehr Sterne. Ah, ist das schön. Ich habe es endlich geschafft. Willkommen, Shantae, sagt die omnipotente Stimme. Wo bin ich? Was ist dieses für ein Ort? Ich kann nicht sehen. Sei nicht, habe keine Angst. Du bist mit Freunden. Du hast das, die, oh, du hast den Genie Realm betreten. Den Genie Realm? Aber wie bin ich hierher gekommen? Oh, hallo. Kenne ich euch nicht? Habt ihr mir nicht die Tänze beigebracht? Doch, das war dir definitiv.
Wir haben dich hierher gebracht, um dir ein Geschenk zu machen. Eine Belohnung für deine Anstrengung in Angesichts des Bösen. Eine Belohnung? Du hast vielen Trials widerstanden, also vielen, vielen Aufgaben und Forderungen, bla, Dingens, ich weiß die Übersetzung gerade nicht. Und dein Potenzial als Halbgenie weit überschritten. Jetzt werden wir unsere Magie kombinieren und wir werden dich in einen vollen, kompletten Genie verwandeln. Das meint ihr wirklich ernst? Ja, du kannst im Genie-Realm bleiben und endlich mit deinem eigenen Fleisch und Blut bleiben. Du wirst nicht länger ein Halbgenie bleiben. Aber was ist mit meinen Freunden und Mimik? Werde ich sie noch immer sehen können? Genies dürfen niemals mit den menschlichen, mit den sterblichen Dingens. Sie dürfen sich nicht einmischen. Ich weiß, dass du sie vermissen wirst, aber du wirst hier viel glücklicher sein. Hier, wo es Frieden und Harmonie gibt. Wir lassen dir die Wahl. Ich möchte mehr als alles andere ein wahrer Genie sein, aber nicht, wenn es mich meine Freunde kostet und meine Familie. Ich kann sie nicht einfach hinter mir lassen. In einer Welt, die mich braucht. Ein halber Genie zu sein, ist besser als gar keiner. Dann wirst du unser Geschenk ablehnen? Ja, ich fürchte schon. Dann werden wir dich zurücksenden. Mach es gut, Shantae. Ja, das war irgendwie klar, dass sie es ablehnt, aber... Oh, auf Wiedersehen, Genies. Vielleicht werde ich irgendwann zu einem vollen Genie. Es gibt ja noch ein zweites Spiel. Und vielleicht kommt ja auch irgendwann ein dritter Teil, man weiß es nicht. Ah. Omni-Dings Musik. Ominöse, genau, ominöse war das Wort, das ich gesucht habe. Ich bin gerade, irgendwie kann ich nicht richtig reden. Shantae, ruft Mimik. Sterne, Sterne. Träumen wir noch? Es geht zurück. Okay. Okay, was passiert? Oh, wir sind bei Mimik. Was ist das für komische Musik? Was ist los? Shantae, wach auf. Oh. Geht es dir gut? Wenn ich Riskys Insel hochfliegen hab sehen. Wie, du hast gesehen, wo Riskys Insel ist? Was soll das denn? Warum hast du uns nicht sofort gesagt, wo diese blöde Insel ist, du? Blöder alter Mann. Ich glaube, wir wollen doch wieder ein Genie sein. Wir wollen hier nicht bleiben. Nein, nein. Jedenfalls hatte ich Angst, dass du gestorben bist. Mimik, es tut mir leid. Ich habe die Dampfmaschine zerstört. Ich muss das tun. Ach, mach dir keine Sorgen deswegen. Ich kann jetzt sehen, dass die Welt noch nicht bereit dafür ist. Ich bin einfach froh, dass du zurück zu mir gekommen bist. Und zwar in einem Stück. Mimik, ich habe mich entschieden, dem Bürgermeister zu sagen, dass ich kein voller Genie bin, sondern nur ein Halbgenie. Wenn er mich als Stadtwächter behält, möchte ich doch ihn die Wahrheit wissen lassen. Okay, wenn du so darüber denkst, dann solltest du es so tun. Ich überlasse es dir. Genau, und er kann natürlich nach rechts gehen, wenn wir das nicht können. Hey, da ist der Bürgermeister, der sieht irgendwie komisch aus. Er macht mir Angst. Ich will hier weg. Ich habe gehört, über was ihr geredet habt mit Mimik. Mach dir keine Sorgen. Du hast Scuttletown gerettet. Du bist unser einziger Held. Wirklich? Ja, natürlich. Mir ist es egal, ob du ein halber Genie bist oder nicht. Du wirst jedenfalls immer unser Champion bleiben. Aber kann ich dich zu halben Preis kriegen? Boah, du Saftsack. Nee, wir gehen erstmal schwimmen. Wir wollen nicht für den halben Preis angeheuert werden. oh la la, ein Bikini. Und er muss unser Haus reparieren, der Arme. Developed by WayForward Pocket Team. Ja, ich habe das Spiel endlich durch nach aller langen Zeit. Es wurde wirklich mal Zeit, dass ich das durchgespielt habe. Ich bin jetzt wirklich fast ein Jahr an diesem Projekt dran gewesen, weil ich immer irgendwie andere Spiele bevorzugt habe. Aber ich muss sagen, das ist echt ein sehr cooles Spiel. Und dafür, dass es nur für den Game Boy Color ist, großartig. Also im Vergleich mit anderen Game Boy Color Spielen,
brillant, was WayForward da rausgeholt haben aus dem Gerät. Das ist unglaublich. Das Spiel an sich, die Dungeons sind ziemlich cool. Die ganzen Elemente, die man da drin hat, wieder für ein Game Boy Color Spiel unglaublich. Die Bosse, naja, da muss ich nicht, glaube ich, nicht viel drüber sagen. Man hat einfach draufgehauen und dann waren sie besiegt. Das war jetzt nicht besonders spektakulär. Von daher, naja, reden wir nicht weiter darüber. Und ansonsten, die Oberwelt war auch ziemlich cool. Teilweise ein bisschen doof, weil man halt nur so wenig gesehen hat auf dem Screen, weil die Sprites relativ groß sind und man dann sehr leicht den Gegner reinrennt, vor allem wenn man dann irgendwie die Harpie oder so hat, die sich nicht so gut steuern lässt. Aber ansonsten, manchmal wusste ich halt nicht, wo ich hin musste, das war doof. Zum Beispiel, wo ich dann halt erstmal die Dungeons suchen musste und ich wirklich keinen Anhaltspunkt hatte, ob ich jetzt nach Westen oder nach Osten gehen muss. Oder am Ende, wo ich dann einfach mir einfach gesagt wurde, ja, irgendwo oben. Wo darfst du selber rausfinden? Da war ich echt. Das war scheiße. Aber an sich. Ah, thanks for playing, ja. Gerne. An sich ein sehr gutes Spiel. Ich kann es auf jeden Fall weiterempfehlen, falls ihr das mehr spielen wollt. Falls ihr die Cartridge irgendwo günstig findet, holt sie euch. Denn dieses Spiel kostet bei eBay ein Schweinegeld. Da es nur in einer limitierten Stückzahl produziert wurde, weil es halt schon ein Jahr nach dem Game Boy Advance rausgekommen ist, kostet das heute mittlerweile ziemlich. Also haltet mal die Augen offen. Und selbst wenn ihr das Spiel nicht spielen wollt, ihr könnt das Spiel dann, falls ihr es irgendwie günstig findet, für 5 oder 10 Euro auf dem Flohmarkt oder so, könnt ihr es immer noch teurer verkaufen auf eBay. Also, ne? So als kleiner Tipp. Ansonsten, ja, vielen Dank fürs Zusehen und vielleicht schaffe ich es irgendwann mal, den zweiten Teil aufzunehmen. Das ist ja, ich habe ja schon erzählt, das ist nur für den DSiWare-Shop-Dings da erhältlich ist und dass man es deswegen auch nicht emulieren kann und das Signal direkt vom DS abgreifen kann ich nicht. Ich könnte es halt höchstens mit einer Kamera vom Bildschirm abfilmen, aber dann ist die Qualität nicht so gut. Also das möchte ich eigentlich nicht machen. Von daher ansonsten, ja, ich hoffe, es hat euch auch gefallen und wir sehen uns dann vielleicht bei anderen Projekten wieder. Macht's gut. Ciao.